So, meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt, heute ist der Silvester, 31.12.2020, der letzte Tag in diesem Jahr. Und wir befinden uns jetzt, wie man sieht, am Brandenburger Tor. Uns wurde gerade mitgeteilt, dass wir die Absperrung nicht übertreten sollen, weil das CDF ja heute die Live-Übertragung bringt. Und so ist das in einem demokratischen Staat. Von den Bullenfeiern haufenweise Identitäten halten haben. Wie André. André hat von den Bullenfeiern 14 Identitäten erhalten. So, Sie hören, die Leute sind schon etwas auch genervt von der ganzen Situation. Das kann man sich auch gut vorstellen. Aber es muss den Menschen ja wohl gezeigt werden, dass hier nur die Elite ins neue Jahr feiert und nicht das gemeine Volk. So, wir werden uns jetzt, näher kommen wir nicht ran. Sie sehen, es wird hier auch schon alles abgedichtet, dass ja keiner sieht, wer dahinter sich verbirgt. Ja, das erinnert an DDR-Zeiten, muss ich sagen. Es erinnert wirklich an die Zeit in der DDR. So, die nette Frau hat uns hier das mitgeteilt. Wir werden uns jetzt auf die andere Seite des Brandenburger Tors bewegen und werden mal schauen, wie es da aussieht. Ja, jetzt sind wir auf der einen Seite des Brandenburger Tors. Wie man sieht, ist hier alles abgesperrt. Hier rechts ist die amerikanische Botschaft. Und wie man sieht, wurde hier alles abgesperrt. Was hat man zu verbergen, wenn man hier alles mit Plakaten absperrt? Und wie man sieht, der ganze Tiergarten ist dicht. Man kommt überhaupt nicht in die Nähe dieser Veranstaltung. Was haben Sie gesagt? Ich bin Chaot, ja? Mensch, lassen Sie mich zufrieden. Was? Lassen Sie uns zufrieden. Warum? Weil Sie ein Regime unterstützen hier? Sie sind auch nicht aufgeklärt, es tut mir leid, ja. Es ist schade, dass Sie hier als Handlanger benutzt werden. Finden Sie das korrekt? Ich bin die Polizei. Ja, machen Sie, holen Sie. Holen Sie die Polizei. Machen Sie, ich bin von der freien Presse, können Sie ruhig machen. Holen Sie die Polizei. Sehen Sie, so läuft es hier in diesem Land. Ja, wir haben eine Diktatur. Ich habe das hier noch nie erlebt, wissen Sie? Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin 63 Jahre alt. Sowas habe ich noch nie erlebt, dass sich eine Regierung abschotten muss vor dem Volk. Schön, dass Sie das machen. Können Sie alles heute Abend dann an den Nachrichten sehen. So, jetzt befinden wir uns hier auf der anderen Seite des Brandenburger Tors. Wie man sieht, auch hier alles wunderbar abgesperrt. Ja, die Silvesterfeier findet diesmal in geschlossener Gesellschaft statt. Also nicht jeder darf heute feiern, nur das gemeine Volk sitzt zu Hause vom Fernseher und darf dann zugucken, wie die anderen feiern. So, alles hier abgesperrt. Bis ganz weit hinten. Ich versuche mal weiterzufahren und zu gucken, was da noch hinten los ist. Ja, jetzt bin ich hier ein bisschen gefahren. Wie man sieht, hier hinten, da hinten, ganz im Hintergrund sind Zelte. Wir sind jetzt, hinter mir ist der Bundestag, Reichstag, da hinten das Bundeskanzleramt. Natürlich ist der Reichstag auch abgesperrt, ist ja klar. Die Bundestagsabgeordneten werden dann heute Abend wahrscheinlich hier rüber geleitet, dann wird das hier auch dicht gemacht. Na, wir werden mal schauen. Wie hieß es so schön? Dem deutschen Volke. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Also ganz so lang sind die Zelte doch nicht. Also anscheinend wurden hier ein paar Nachrichten herausgebracht, die nicht so ganz stimmen. Weil wir sehen, wir sind hier links, ist das Ehrendenkmal der ehemaligen Sowjetunion. Und ich mache jetzt einen Schwenker Richtung Siegessäule. Und da ist alles frei. Gut, ja, dann haben sie das ganz gut gemacht. Das ZDF macht eine Feier heute und dann kann natürlich nichts anderes passieren hier in der Umgebung. Wahrscheinlich wird dann abends auch alles dicht gemacht. Ja, die Welt ist auch schon hier, wie man sieht. Eine wunderbare
Redaktion haben die, also sehr gute Journalisten. Also das ist richtig Journalismus, wie man ihn liebt. Sehr, sehr kritisch. Und die bauen hier auch gerade auf oder ab. Dann werden wir ja mal sehen, was heute in den Nachrichten erscheint. So, dann einen schönen Tag. Die Sonne kommt langsam raus. Wir machen noch mal einen Schwenk in diese Richtung. Und ja, dann wünsche ich ein gesundes, frohes, gesundes neues Jahr. Bis dann. Hallo, ist der Frank hier aus Berlin-Neukölln. Auch dir möchte ich ein wunderschönes, frohes neues Jahr wünschen aus dem sonnigen Berlin. Heute war ein sensationeller, kühler Tag, ein ja, -3, klarer Himmel, ein wunderschöner Tag. Und ich finde, so darf das neue Jahr anfangen. Ich wünsche natürlich auch ein sensationelles neues Jahrzehnt. Und ja, wir hatten hier auf dem Balkon eine sensationelle Silvesterparty. Wir haben hier immer das totale Feuerwerk, wenn wieder unten auf der Straße die Dinger zünden, gehen die genau hier hoch. Und davon kriegst du jetzt von mir noch einen kleinen Ausschnitt. Und ich sag mal, bis dann. Hey Lutz, anfangen.